So, und damit sind wir schon beim dritten Teil der Mordsfideen-Geschichten für quietschvergnügte Leser. Als dritte Geschichte möchte ich euch Lisbeth ist tot vorstellen. Und diese Geschichte geht folgendermaßen. Nachtapotheken sind eine sehr vernünftige Einrichtung, um den Bedarf außerhalb der normalen Öffnungszeiten zu decken. Aber auch, um zu verhindern, dass Hinz und Kunz wegen jedem kleinen Wehwehchen die Notaufnahmen der Krankenhäuser stürmen. Alleine die DAK-Kliniken in Köpenick, Mitte und Westend hatten im Jahre 2020 rund 110.000 Notaufnahmen zu verarzten. Herzattacken, Hirnschläge, aber natürlich wurden auch nicht wenige Verkehrs- und Gewaltopfer behandelt. Berlin ist eben Berlin. Zweifelsohne haben die Krankenhäuser genug zu tun rund um die Uhr und keine Zeit für Leute, die nach Kohletabletten gegen Durchfall oder ähnlich banalem fragen oder einfach mal ihr Herz ausschütten wollen. Letzteres geschah im Wedding, in der Müller-Apotheke, die an der gleichnamigen Straße lag und gegen Ende des Jahres, genauer gesagt am 28. Dezember, mit der Nachtschicht dran war. Die Uhr hatte gerade 6:30 geschlagen. In der Regel standen dann die Leute vor der Glastür, klingelten und warteten, bis der Apotheker, Herr Lehmann, aus dem Bürotrakt nach vorne an die Ladentür kam, dann das kleine Fensterchen an der Tür öffnete und freundlich fragte, womit er behilflich sein könne. Aber dieses Mal war es anders. Einerseits klingelte es nicht vorne an der Ladentür, sondern es schellte hinten im Büro das Telefon. Und andererseits trug der Kunde ein sehr ungewöhnliches Ansinnen vor. Lehmann war rund 20 Jahre Apotheker, aber solch ein Gespräch war ihm noch nicht untergekommen. Nachdem sich Lehmann wie üblich mit Müller Apotheke guten Abend gemeldet hatte, entgegnete ihm eine etwas piepsige männliche Stimme. »Aha, Sie haben also doch geöffnet.« »Bitte?« »Ich war mir nicht sicher, ob Sie noch geöffnet haben, so kurz nach 6:30.« »Normalerweise bis 18 Uhr«, informierte Lehmann. »Aber heute haben wir Notdienst die ganze Nacht durch.« »Rufen Sie nur wegen der Öffnungszeiten an?« »Nein, nein. Eigentlich will ich was zum Medikament fragen.« »Dann mal los.« »Vielleicht kommt's Ihnen aber merkwürdig vor.« »Mal hören.« »Tja, also...« »Das kann doch nicht so schwierig sein.« »Eigentlich nicht.« »Aber...« Lehmann lauschte in den Hörer, aber der Anrufer schwieg. Es war nur ein schweres Atmen zu hören. Just in dem Moment, als Lehmann zum Nachhaken ansetzte, um herauszufinden, was er für den Mann am anderen Ende der Leitung tun konnte, vernahm er: »Also, wie sag ich's Ihnen nur am besten?« Lehmann hatte Leute, die ihre eigenen Bedürfnisse nicht in angemessener Zeit zum Ausdruck bringen können, immer schon als ziemlich anstrengend empfunden. Dennoch war es nicht vordergründig abweisend intendiert, als er dem Anrufer vorschlug: »Kein Problem. Am besten wird's sein, Sie überlegen es sich in Ruhe und rufen dann später nochmal an.« »Dann ist es zu spät«, sagte der Anrufer. »Die Leitung muss für Notfälle frei bleiben. Dafür haben Sie doch sicherlich Verständnis.« »Ich bin ein Notfall.« »Brauchen Sie ein Medikament?« Es entstand eine kurze Pause. Dann nuschelte der Anrufer in den Hörer: »Valium.« Lehmann glaubte, sich verhört zu haben. Er vergewisserte sich: »Valium?« »Valium«, wiederholte der Anrufer und schneuzte sich. Er schien erkältet zu sein. Lehmann hielt sich reflexhaft den Hörer von sich weg, als könne ihm über die Leitung ein Virus ins Ohr kriechen. »Was
Was will der Mann denn mit Valium? Fragte er sich. Der soll sich einen Tee kochen und ins Bett gehen. Der Rest findet sich dann von selbst. Am Ende der Leitung schniefte und schneuzte es. Lehmanns zweiter Gedanke war, dass die Leute heutzutage so entsetzlich distanzlos waren. Selbst in überfüllten U-Bahnen flitzte es Lehmann, dem überzeugten ÖPNV-Nutzer, durch den Kopf, verpesten Zeitgenossen mit dem Verzehr von Döner oder Currywurst oder sonst was die Luft, als wäre sie für sie reserviert. Im Bus werden lauthals Einkaufslisten übers Handy abgeglichen, als ginge es um Nachrichten von Welt. »Hallo? Sind Sie noch dran?« schnarrte es aus dem Hörer. Lehmann drückte sich die Hörmuschel, die er intuitiv mit spitzen Fingern hielt, wieder ans Ohr. »Sicherlich«, antwortete er. »Sie sind sehr verschnupft. Was?« »Ach, das ist halb so wild«, ächzte es in der Leitung. »Mich bedrückt was anderes viel mehr. Man stellt es sich ja immer so einfach vor, aber letzten Endes ist es komplizierter, als man denkt.« »Wovon sprechen Sie?« fragte Lehmann. »Ich habe Sie vor mir liegen.« Lehmanns Miene verzog sich unlustig. Wenn er etwas gar nicht mochte, dann waren es neben Distanzlosen auch jene Leute, die in Rätseln sprachen. »Es wäre freundlich von Ihnen, mir mitzuteilen, was ich für Sie tun kann.« Lehmann klang fordernd, aber dennoch höflich. »Wie gesagt, Valium verschreibt mir der Arzt seit 4 Wochen.« »Und? Wo ist das Problem?« fragte Lehmann nun doch schon etwas ungeduldiger, denn dass die Leitung für Notfälle frei bleiben muss, war ja nicht bloß so dahingesagt. »Ich habe die Tabletten nicht genommen.« »Ja, guter Mann, das liegt in Ihrem Ermessen.« »Ich habe die Tabletten gesammelt.« Lehmann verstand nicht. »Wozu das denn?« fragte er. »Ich will sie alle auf einmal nehmen.« Und wieder ein zischendes Schneuzen voll in Lehmanns Ohr. Lehmann verzog reflexhaft das Gesicht, aber dieses Mal ließ er den Hörer trotz der akustischen Widerwärtigkeit an seinem vorbestimmten Platz. Als Apotheker war Lehmann ja Profi. Er konnte Prioritäten setzen im Umgang mit Menschen. Da durfte er sich nicht zu sehr von persönlichen Empfindungen leiden lassen. Beispielsweise hatte er noch nie Blut sehen können. Ihm wurde beim Anblick selbst des eigenen Lebenssaftes speiübel. »Soll das heißen, dass Sie sich umbringen wollen?« hakte Lehmann nach und versuchte trotz der für ihn akustisch schwierigen Umstände eine einfühlsame Tonlage hinzubekommen. Das gelang ihm offenbar. Der Anrufer antwortete zügig. »Ja?« »Damit spaßt man nicht. Ist auch nicht meine Absicht.« »Hören Sie, Valium kann fürchterlich ins Auge gehen. Wenn Sie davon zu viel nehmen, werden Sie wieder aufwachen und sich übergeben, weil Ihr Magen nicht mitspielt. Und dann können Gehirnschäden oder Lähmungen zurückbleiben. Sie würden zum Pflegefall werden, und das ist dann überhaupt nicht komisch.« »Genau, deshalb rufe ich doch an.« »Weswegen?« »Damit Sie mir sagen, wie viele Tabletten ich nehmen muss, um ohne Komplikation aus dem Leben zu scheiden.« Lehmann riss vor Schreck die Augen auf. »Was? Also das sage ich Ihnen ganz bestimmt nicht.« Lehmann wusste, dass jetzt Ruhe bewahren angesagt war. »Sagen Sie mir mal lieber, warum Sie sich umbringen wollen.« Lehmann wusste, dass man am Krisentelefon in erster Linie zuzuhören hatte. Die Leute, die anriefen, wollten sich in aller Regel aussprechen. Das half ihnen dann meistens schon weiter. »Ist was passiert?« »Verlust meiner Liebsten.« »Ein Todesfall?« »Ja.« Lehmann hörte, wie der Anrufer ein Schluchzen unterdrückte. Er wollte ihm Mut zusprechen. »Das ist natürlich immer sehr schmerzlich, aber Sie müssen versuchen, darüber hinwegzukommen.« 10 Jahre waren wir zusammen.« »Mein Beileid.
Wir waren ein Herz und eine Seele. Ich verstehe. Aber dass das Leben deshalb keinen Sinn mehr hat, ist doch nicht richtig. Sprechen Sie doch mal mit einem Menschen Ihres Vertrauens darüber. Ich vertraue niemandem. Ach, es gibt doch immer jemanden. Aus Ihrer Familie vielleicht. Ich habe keine Familie. Keine Kinder? Nur theoretisch. Wie theoretisch? Einen Sohn. Na also. Den können Sie aber vergessen. Missraten die Bagage. Na, na. Er ist immerhin Ihr Sohn. Es entstand eine kleine Pause. Der Anrufer schien innezuhalten, dann sagte er, nur Lisbeth hat mich wirklich gemocht. Leon nahm diesen Faden nicht auf, sondern gab zu bedenken, also, wenn Ihr Sohn nicht in Frage kommt, können Sie sich vielleicht mit einem Bekannten, einem guten Freund zusammensetzen und... Ich habe keine Freunde! Lehmann hatte in seinem Apothekerleben schon einige schwierige Kunden am Apparat gehabt. Aber dieser schlug dem Fass den Boden aus, fand er. Sie sind sehr einsam, was? Fragte Lehmann. Ja, sehr, sagte der Mann am anderen Ende der Leitung und schniefte. Lisbeth ist tot. Lehmann vermutete, dass der schreckliche Verlust, den der Mann zu beklagen hatte, noch nicht lange her sein konnte. Die Verzweiflung am anderen Ende der Leitung stellte sich ihm dar wie eine frische Wunde. Na, nur störte ihn das Geschnäuze, das zwischenzeitlich immer wieder akustisch dominierte, natürlich nicht mehr. Es handelte sich seiner Wahrnehmung nach nun doch nicht um die vermeidbare Unumsichtigkeit eines Erkälteten, sondern vielmehr um die nachvollziehbare Haltlosigkeit eines am Boden zerstörten Menschen. »Haben Sie es schon mal mit der Seelsorge probiert?« fragte Lehmann. »Ja, noch am gleichen Tag. Aber die können einem auch nicht helfen.« »Wann genau ist es denn passiert?« Lehmann wusste aus eigener Erfahrung es so gut, dass es half, auch über Details zu sprechen. »Einen Tag nach Heiligabend«, sagte der Anrufer. Lehmann hatte also mit seiner Vermutung richtig gelegen. Der Heilungsprozess hatte noch nicht einsetzen können. »Dabei hatten wir es uns noch so schön gemacht«, fuhr der Anrufer mit gebrochener Stimme fort. »Wir hatten wie jedes Jahr einen kleinen Baum gekauft und ihn mit bunten Engelchen und Gebäck geschmückt. Um 18 Uhr haben wir dann gegessen und nach der Bescherung saßen wir noch gemütlich auf der Couch beisammen und haben die schöne Berger Sängerknaben gehört. Den ganzen Abend lang. Zum Schluss gingen wir noch ein bisschen spazieren und sind früh ins Bett gegangen.« Der Anrufer benötigte offenbar eine Pause. »Ja, lassen Sie sich Zeit, ich höre weiter hinzu«, bekräftigte Lehmann. »Aber muss die Leitung nicht...« »Das geht in Ordnung, da muss sie jetzt nicht kümmern.« Lehmann vernahm ein Durchatmen der Erleichterung. »Jedenfalls am nächsten Morgen«, erzählte der Anrufer weiter, »als ich Lisbeth einen Kuss gab, bemerkte ich, dass sie irgendwie, wie sagt man, apathisch vor sich hin starrte.« »Da lebte Ihre Liebste also noch?« »Ja, ich spürte ihren Atem.« »Sie haben dann vermutlich gleich den Notarzt gerufen?« »Nein, das hätte doch zu lange gedauert. Ich habe Lisbeth mit einer Decke warm umhüllt und vorsichtig in meinen Wagen getragen. Ich wollte sie selbst in die Klinik fahren.« »Sie haben das Menschenmögliche getan.« »Deshalb bin ich auch zu schnell gefahren. Schließlich war es ein Notfall.« »Das wird jeder verstehen.« »Möchte man meinen.« Der Anrufer klang plötzlich seltsam zornig. »Trotzdem wurde ich aufgehalten.« »Von der Polizei?« »Nein, von einem 9-jährigen Bengel.« Rannte seinem Ball hinterher, lief mir direkt in den Wagen. »Du
Du liebe Güte! Sie hatten den Ball nicht gesehen. Was? Doch, aber Lisbeth musste doch in die Klinik. Hätte ich eine Vollbremsung hingelegt für einen Ball, wäre kostbare Zeit verloren gegangen. Verstehe. Der Rotzbengel hat Lisbeth das Leben gekostet. Sie sind verbittert, weil Sie Ihre Frau verloren haben. Das verstehe ich nur zu gut. Aber Sie sollten auf der anderen Seite vielleicht auch... Ich bin nicht verbittert und über den Verlust meiner Frau schon gar nicht. Bitte? Die ist schon lange weg, abgehauen mit ihren Kurschatten. Dann war Lisbeth also Ihre Freundin? Wussten Sie das? Was denn? Dackel sind von Natur aus sehr treue Seelen. War mir immer zur Seite, in guten wie in schlechten Zeiten. Apotheker Lehmann fiel sprichwörtlich die Klappe herunter. Wie? Aber hören Sie mal. Im Laufe von 55 Jahren habe ich keinen einzigen Menschen kennengelernt, der auch nur halbwegs so anständig war wie Lisbeth. Ich hatte sie aus dem Tierheim geholt. Ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen. Sie war so verängstigt. Sie ist von ihrem Vorbesitzer oft geschlagen worden. Der Mensch ist doch das eigentliche Tier. Lehmann konnte es kaum fassen, was er da hörte. Nun wollte er es aber schon noch ganz genau wissen. Er hakte freundlich, aber bestimmt nach. Und was ist mit dem Kind? Mit welchem Kind? Schallte es trotzig zurück. Das Sie angefahren haben, erwiderte Lehmann nun doch schon lautstärker. Er war hörbar bemüht, die Fassung zu wahren. Das schien auch sein Gegenüber zu bemerken, der daraufhin beinahe schon provokativ nachlegte. Alle reden nur von diesem Bengel, aber vor Gott sind alle Wesen gleich. »Ich glaube, es heißt alle Menschen«, rückte Lehmann gerade. »Aber Lisbeth wurde vom Rücksitz quer durch den Wagen geschleudert und war auf der Stelle tot, Genickbruch. Dabei war sie erst 12 und hatte sich bestimmt nur erkältet gehabt. Dackel können gut und gerne 15 Jahre alt werden.« »Und was ist mit dem Kind?« rief Lehmann nun außer sich in den Hörer. »Ja, was weiß ich denn?« kam es gelangweilt zurück. »Es interessiert Sie nicht?« »Lisbeth ist tot. Und der Junge?« »Im Vergleich zu Lisbeth hat er doch noch Glück gehabt. Er lebt, wenn auch im Rollstuhl.« »Was?« Lehmann schnappte nach Luft. »Der Junge wird sein Leben lang ein Pflegefall sein, und Sie belatschern mich wegen eines Dackels?« »Niemand will mich verstehen«, sagte der Anrufer in wehleidigem Ton. »Meine Nachbarn nicht, mein Sohn nicht, nicht mal die Typen von der Telefonseelsorge. Und jetzt, ja, jetzt fangen auch Sie noch an.« »Hören Sie, ich bin Apotheker, nicht Psychiater«, polterte Lehmann. »Ich sagte schon, dass die Leitung für Notfälle frei bleiben muss. Also machen Sie endlich Schluss!« »Sie sprechen vom Valium?« »Meinetwegen. Ich werde Sie nicht daran hindern.« »Sehen Sie?« Je mehr man die Menschen kennenlernt, desto mehr liebt man die Tiere. Allerdings, Lehmann knallte den Hörer auf die Gabel.